Blue Pecco hat mich zu dem Video Glückspilz Fipsi Wellensittich bellt wie ein Hund, nein oder folgendes gefragt. Hallo, habe eine Frage. Wie ist der beste Trick, seine Vögel so zahm wie deine zu machen? Wie habe ich meine Wellensittiche so zahm bekommen? Das fragen viele Wellensittich- oder Grassittichhalter. Denn oft ist alle Liebesmühe vergebens und die Sittiche werden nicht zahm. Jedes Mal flüchten sie, wenn man sich ihnen nähert, und flattern wild im Käfig herum, wenn man sie füttern will oder reinigt. Wie man das Vertrauen der Sittiche gewinnen kann und wie sie zahm werden, welche Fehler man macht und wie man es besser machen kann, das zeige ich dir in 8 Schritten in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellestress. Wellensittich Fipsi in dem besagten Video ist bis jetzt nicht zahm geworden, denn er kam aus einer Haltung, in der, wenn auch unbewusst, viele Fehler gemacht wurden. Unwissenheit und Ansichten, die aus dem vorigen Jahrhundert stammen, machen dem Welli das Leben oft schwer. Das Vertrauen der Sittiche zu gewinnen, fängt schon in der ersten Minute ihres Einzuges bei dir zu Hause an. Schritt 1. Der Käfig und das Zimmer, in dem sie leben sollen, müssen schon fertig hergerichtet und bereit für die Vögel sein, damit man nicht noch nachher herumräumen und am Käfig hantieren muss. Ja, die Vögel. Denn Sittiche sind Schwarmtiere und müssen mindestens paarweise gehalten werden. Die Vögel brauchen erstmal Ruhe, um sich von dem Schock des Umzuges erholen zu können und sich einzugewöhnen. Ihr neues Zuhause soll Geborgenheit vermitteln und nicht erschrecken. Schritt 2. Sprich mit ruhiger Stimme, senke die Hände und greife nicht in den Käfig. Die Sittiche haben Angst vor Händen, da sie gerade erst eingefangen und mit Händen festgehalten wurden. Sie wollen auch nicht gestreichelt werden. Mache keine hektischen, schnellen Bewegungen. Starre sie nicht an und sieh ihnen nicht direkt in die Augen. Das bedeutet Angriff für sie. Kinder sind ungeduldig, stürzen vor Freude über die neuen Haustiere lärmend auf den Käfig zu und fuchteln mit den Händen herum. Sie greifen in den Käfig und wollen die Federchen gleich in der Hand halten. Das darf man ihnen nicht erlauben, um die Federchen nicht zu erschrecken. Erkläre ihnen, warum man sie vorerst in Ruhe lassen muss. Kinder sind nicht dumm und sie werden das verstehen. Nach und nach werden die Piepser sich an die Kinder gewöhnen. Greifen dürfen sie aber auch dann nicht danach. Schritt 3. Nach der ersten Nacht beginne damit, die Federchen mit Kolbenhirse ans Gitter zu locken. Der Neugierigste wird als erster davon kosten wollen. Die anderen machen es ihm nach und nach nach. Bezieh deine Kinder mit ein. Klappt das? Schritt 4. Öffne am nächsten Tag die Käfigtür und halte die Kolbenhirse mit deiner Hand hinein. Bleib dabei ruhig, locke sie mit ruhiger Stimme und dränge sie nicht. Weichen sie zurück, zieh deine Hand zurück und probiere es später erneut. Sie werden zuerst zögern, bald aber herzhaft zulangen. Schritt 5. Der nächste Schritt ist, die Kolbenhirse auf der Hand anzubieten, sodass sie sie berühren müssen, um ranzukommen. Später werden sie sich auf die Hand setzen. Klappt das? Schritt 6. Die bekommen ihren ersten Freiflug. Das ist meistens nach einer Woche der Fall. Sei nicht ungeduldig, wenn es ein bisschen länger dauert. Öffne das Türchen und warte, bis sie von selbst rauskommen. Nicht scheuchen und drängen. Biete die Kolbenhirse auf deiner Hand nun außerhalb des Käfigs auf ihrem Sitzplatz an. Zuerst werden sie wegfliegen. Lauf ihnen nicht nach. Probier es später wieder und wieder. Lass sie in Ruhe das Zimmer erkunden. Bald werden sie die Hirse annehmen. Schritt 7.
Du bekommst die Vögel in den Käfig zurück, indem du ihnen ein Stöckchen-Taxi anbietest. Schiebe ein Stöckchen vorsichtig unter ihren Bauch und sie werden sich darauf setzen. Nach ein paar geduldigen Versuchen wird das klappen. So kannst du sie ohne Probleme zum Käfig tragen. Später klappt das auch mit dem Finger. Scheuche und jage sie nicht. Fange sie nicht mit der Hand oder mit einem Tuch. Das zerstört das Vertrauen, das du bis jetzt aufgebaut hast, und du musst wieder von vorne anfangen. Klappt das Stöckchen-Taxi nicht auf Anhieb, lass sie einfach draußen übernachten und füttere sie nur im Käfig. Wenn sie Hunger haben, gehen sie von selbst hinein. Schritt 8. Biete ihnen außerhalb des Käfigs die Kolbenbirse wieder auf deiner Hand an. Setzen sie sich drauf, geh einen Schritt zurück, sodass sie deine Hand anfliegen müssen. Sag komm! Zuerst werden sie nur die Hälse recken, bis einer den ersten Schritt macht. Später kommen die anderen nach. Übe immer wieder mit deinen Piepsern, um das Gelernte zu festigen. Am besten immer mit einem Welle anfangen. Übe nicht länger als 10 Minuten ein paar Mal am Tag. Versuche nicht, sie durch Futterentzug an deine Hand zu gewöhnen. Sittiche haben einen sehr schnellen Stoffwechsel und müssen daher regelmäßig fressen. Sie würden hungern und abmagern und durch die einseitige Hirsekost an Nährstoffmangel leiden. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, müssen die Übungen freiwillig und ohne Zwang ablaufen. Habe Geduld, Kolbenhirse ist wie Schokolade für die Vögel. Früher oder später wird auch der Schüchternste die Übung mitmachen. Sie werden dich anfliegen, auf dir herumklettern und mit dir spielen. Es ist nie zu spät. Auch ältere Vögel können noch zahm werden, brauchen nur etwas mehr Zeit und viel Geduld. Einen Sittich einzeln zu halten, damit er zahm wird, ist nicht der richtige Weg. Es ist egoistisch und Tierquälerei. Er folgt dir nur aus Langeweile und Einsamkeit und wird fehlgeprägt. In seltenen Fällen wird ein Wellensittich nie richtig zahm. Dann lass ihn einfach sein Leben leben und stresse ihn nicht. Er soll sich wohlfühlen und ein Welli sein dürfen. Jeden Freitag gibt es ein neues Video. Abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um nichts zu verpassen. Links zu passenden Käfigen und Zubehör findest du in der Beschreibung. Bestellst du über diese Links, unterstützt du meinen Kanal, ohne dass du mehr bezahlen musst. Blue Paco, ich hoffe, ich konnte dir helfen und wünsche dir viel Erfolg beim Zähmen. Gib nicht auf, es wird schon klappen.